Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 230. Ausgabe von Bremer Sport TV. Wir starten mit guten Nachrichten. Wir vergrößern nämlich unser Produktionsteam. Wenn Sie Lust haben, Filme zu drehen und zu bearbeiten, wenn Sie meinen, als ModeratorIn mitwirken zu wollen, dann senden Sie uns eine kurze Nachricht an die neben mir eingeblendete Mailadresse sendeleitung@bremer-sport-tv.de. Die wird aber im Verlauf der Sendung noch mehrfach eingeblendet. Jetzt aber unsere Themen im Mai. Faustball, Hockey und Selbstverteidigung. Starten werden wir aber mit dem Einradsport im TV Asten. Wer dabei nur an Einräder mit Sattel, mit denen man um Hütchen herumkurft, denkt, der hat die Entwicklung verschlafen. Werner Bartsch hat das nicht und ist ein ausgeschlafener Typ und führt uns in den Einradsport ein. Eigentlich wollte der Radsportverein Asten in dieser Sendung seine Einradabteilung vorstellen. Doch die Corona-Pandemie lässt das leider immer noch nicht zu. Und deshalb zeigen wir Ihnen eine Zusammenfassung von einem Einradseminar, welches der Radsportverein Asten für alle interessierten Einradfahrer aus Bremen und umzu angeboten hat. Für dieses Seminar konnten wir Till Wohlfahrt gewinnen, ein exzellenter Einradfahrer, der wohl alle Tricks perfekt beherrscht. Nach dem Seminar konnte ich Till noch einmal befragen über seine Eindrücke in Bremen. Und auch einige Teilnehmer kommen zu Wort. Ja, ich bin zufrieden. Alle Teilnehmer haben gut mitgemacht und ich denke, jeder konnte auch was mitnehmen. Auch wenn es natürlich schwierig ist, an einem Wochenende jetzt was Krasses Neues zu lernen. Dafür ist die Zeit so knapp. Aber was mir wichtig ist, dass so die Anfänge von neuen Tricks gelernt werden und dass verstanden wird, wie es weitergeht, sodass es dann im Training zu Hause umgesetzt werden kann. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das bei den Teilnehmern klappt. Wie lange muss man denn trainieren, um solche Leistungen zu bringen, die du hier heute gezeigt hast? Was wichtiger ist eigentlich als die Dauer insgesamt, ist die Intensität. Und mein Gefühl ist, dass wenn man weniger als dreimal die Woche regelmäßig trainiert, dass es dann schwierig ist, viel dazu zu lernen. Und ab dieser Grenze von mindestens dreimal die Woche, anderthalb Stunden, da merkt man auch, wie es dann einfach immer mehr wird. Und dann, die Sache ist, je mehr man lernt, desto mehr Spaß macht es auch, zumindest mir. Und je mehr Spaß es macht, desto lernt man wieder. So eine positive Spirale. Und die Voraussetzung dafür ist regelmäßiges Training, mindestens dreimal die Woche. Warum sollte man als Jugendlicher Einradfahren lernen? Natürlich vor allem, weil es ganz viel Spaß macht. Man hat einfach die Möglichkeit, immer wieder was Neues zu lernen. Das ist das, was mich daran so sehr fasziniert. Es werden immer noch wieder neue Tricks erfunden. Und man hat einfach die Möglichkeit, seine eigenen Sachen sich auszudenken und eben auch umzusetzen. Und das gefällt mir besonders gut daran. Und schätze auch vielen anderen Kindern. Gibt es auch irgendwie Einradverrückte? Ja, meine Tochter. Die fährt mit sämtlichen Einrädern, die es gibt. Sie fährt auch gerne mal mit dem Einrad durch den Wald und den Berg hinab. Und reist durch Deutschland, um sämtliche Arten des Einradlernens auszuprobieren, kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Wie schätzt du denn die Zukunft des Einrad-Freestyle-Sports ein? Ich glaube, dass das weiter wächst, vor allem vom Niveau her. Allerdings ist es ja jetzt so, dass das regionsabhängig sehr, sehr unterschiedlich stark wahrgenommen wird. Und die Hoffnung, die ich sehe, ist aktuell vor allem in Bayern, wo es sehr, sehr viele Freestyle-Vereine gibt und wo auch das Level in den letzten Jahren krass gestiegen ist. Und ich hoffe, dass es auch in NRW, wo es eigentlich sehr, sehr stark war und auch immer noch stark ist, weitergeht und auch noch andere Bundesländer dazukommen. Also meine Erfahrung ist ja, wenn nicht so ein paar, sag ich mal, Fanatiker dahinter stehen, dann klappt das nicht. Und die fehlen hier bei uns im Norden, denke ich mal. Außer Habstehen. Ja, das ist richtig. So ein paar Zugpferde sind auf jeden Fall immer super, wenn man die im Verein hat. Das stimmt. Auch die kleineren oder jüngeren Fahrer oder die noch nicht so lange dabei sind, brauchen irgendwie Vorbilder, die sie auch regelmäßig sehen. Das stimmt. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn
wenn Leute sind, die man hat, wo man sich Sachen abgucken kann. Aber ich sehe auch, dass das teilweise funktioniert, dass Leute auch einzeln extrem viel trainieren können und sich ihre Vorbilder aus dem Internet holen. Und vielleicht kann ein Workshop helfen, auch mal die Anregung zu geben, sich selbst mehr zu informieren, was in Deutschland so abgeht mit dem Einradfahren. Hallo Leute, ihr müsst unbedingt Einradfahren lernen. Denn es macht furchtbar Spaß und es macht halt einfach nicht jeder. Einradhockey ist auch was ganz Tolles. Es hält sogar fit. Und man kann viele Tricks lernen. Haben Sie gewusst, dass man solch spektakuläre Übungen auf dem Einrad machen kann? Ich glaube nicht. Und wie Sie sehen, macht Einradfahren auch mit 81 Jahren noch Spaß. Und wenn Sie jetzt Lust auf Einradfahren bekommen haben, dann kommen Sie doch einfach mal in die Kulturhalle am Korbhäuser Weg in Aasten. Immer dienstags um 17 Uhr. Wir sehen uns. Sie zeigen uns, was man mit einem Rad und Gleichgewichtssinn so alles anstellen kann. Auch über die Highlights des Workshops werden wir heute zu sprechen kommen. Ich begrüße ganz herzlich im Studio die beiden Einradtrainer vom Radsportverein Aasten, Ingo Reiners und Gerd Bartsch. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Hallo Mona. Gerd, jede Geschichte hat ja ihren Ursprung. Woher kam damals die Idee mit dem Einradworkshop? Ja, man hat ja so gewisse Vorstellungen, was kann man noch erlernen, was kann man machen. Und wir haben dann, man kennt ja auch diverse Leute, und da hat man nochmal so rumgefragt, rumgehört. Und dann hat man so Leute kennengelernt, die das viel besser können als wir, so auch junge Mädchen, junge Leute eigentlich. Und manche haben da halt Training oder so Sondereinheiten gemacht, haben sich zur Verfügung gestellt, um Training zu machen und auch mal herzukommen nach Aasten zur Turnhalle und damit wir alle so unser Know-how nochmal erweitern können. Ingo, jetzt könnte man ja sagen, es gibt auch mehrere Sportvereine in Bremen und Umkreis, wo man Einradfahren lernen kann. Was ist das Besondere an diesem Workshop? Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Leuchten im Hintergrund zu tun. Ja, also ich sag jetzt mal, in erster Linie hat das mit den Quacks zu tun, die am Ende den Workshop durchführen. Wir haben tatsächlich Weltmeister und Vize-Weltmeister angeladen und die sind durchaus in der Lage, jedes Kind, jeden Erwachsenen an dem Standort abzuholen, wo er denn gerade ist. Es finden sehr, sehr vielfältige Übungen während des Kurses statt und dass es halt einen Weltmeister vormacht, das ist eigentlich das Highlight. Ich frage mal ganz kurz nach, welche großen Namen sind denn bei euch schon sozusagen mitgefahren? Also den letzten Kurs, den wir gemacht haben, den hat Till Wohlfahrt durchgeführt. Und wir hatten das große Glück, dass Marie Schlenker just in Bremen studiert hat und sich einen Verein gesucht hat, wo sie dann weiter trainieren kann. Und da hat sie sich unseren ausgesucht. Und so hatten wir dann während des Trainings auch immer Zugriff auf eine Einrad-Weltmeisterin. Wenn jetzt welche von unseren Zuschauern vielleicht hellhörig geworden sind und die sagen, Mensch, wir wollen mitmachen, wie oft bietet ihr diesen Workshop denn an? Also diesen Workshop haben wir in den letzten Jahren in der Regel so einmal im Jahr geschafft. Der geht dann über ein ganzes Wochenende. Wir haben zu diesem Workshop alle Vereine im Umkreis darüber informiert und da war auch immer sehr großes Interesse da, dass dann auch die Einradfahrerinnen aus Habstedt oder aus Lilienthal zu uns gekommen sind, um auch an diesem Workshop mit uns dran teilzunehmen. Jetzt kann ich einfach meine Augen nicht von diesem Leuchten im Hintergrund ablassen. Magst du mir vielleicht zeigen, was genau befindet sich bei dir und Gerd im Hintergrund? Ja, das konnte man in dem Filmbericht ja schon auch ein bisschen sehen. Es gibt nicht nur, ich sag jetzt mal, manuelle Einräder, sondern eben auch elektrisch angetriebene. Und die gibt es in verschiedenen Klassen und verschiedenen Größen. Im Hintergrund von mir steht jetzt gerade eins. Das haben wir auch, wie man in dem Filmbeitrag gesehen hat, während des Workshops eingesetzt. Ich will mal eben eins hochhalten, damit man erkennen kann, um was es sich handelt. Moment.
hoffe, das ist so gut in der Kamera, dass man es gut erkennen kann. Es ist ein elektrisches Einrad. Dass man fast wie ein Fahrrad fahren kann. Man muss ein bisschen Gleichgewicht halten und man hat die Möglichkeit bis zu, also unseres fährt bis zu 30 km/h. Das ist sehr schnell, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich benutze dieses Einrad, um tagtäglich damit zur Arbeit zu fahren. E-Einräder, vielleicht unsere künftigen Fortbewegungsmittel. Gerd Bartsch und Ingo Reiners vom Radsportverein Asten. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Gerne. Gerne. Vom Radsport zu den Nachrichten mit Bona Chon. Landessportbund Bremen und Bremer Sportjugend beteiligen sich an neuer Breitensportstudie Sicher im Sport. Die Studie wird die Themen sexualisierte Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt im Sport behandeln. Es geht darum, Daten über die Häufigkeit dieser Themen im organisierten Sport zu erheben. Der zweite Abschnitt kümmert sich dann um bereits vorhandene Maßnahmen zur Prävention und Intervention in den Landessportbünden. Im letzten Teil sollen die Forschungsergebnisse praxisgerecht aufgearbeitet und in einer Abschlusskonferenz vorgestellt werden. Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren online über die Internetseite des Uniklinikums Ulm. Weltspielekomitee der Special Olympics World Games 2023 findet in Berlin statt. In einer digitalen Konferenz berichteten der Geschäftsführer der Veranstaltung, Sven Albrecht, und die Präsidentin der Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski, über den Stand der Vorbereitungen. Für das Host Town Programm, in Deutsch Städtepartnerschaften, sind fast 100 Anfragen interessierter Städte für eine Teilnahme an der Kampagne 170 Nationen, 170 inklusive Kommunen beim Organisationskomitee eingegangen. Die Kommunen werden die Delegationen der teilnehmenden Nationen vor dem Startschuss der Weltspiele im Juni 2023 empfangen und für einige Tage deren Gastgeber sein. Durch Einbeziehung von Sportvereinen und Schulen in ganz Deutschland soll das Programm ein besseres Bewusstsein für die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung, für kulturelle Vielfalt und Inklusion bewirken. An den Special Olympics World Games 2023 werden voraussichtlich rund 7000 Sportler und Sportlerinnen aus 170 Nationen in 25 Sportarten teilnehmen. Charity-Aktion Kinder laufen für Kinder findet auch in diesem Jahr trotz Pandemie statt. Sich sportlich betätigen und dabei Gutes tun, das ist auch in diesem Jahr möglich. Noch bis zum kommenden Montag, den 24. Mai, ist es möglich, Sponsorengelder für einen guten Zweck zu erlaufen. Mitmachen ist ganz einfach. Alle Informationen dazu finden Sie auf der unten eingeblendeten Internetseite. Bremer E-Football-Serie geht in die nächste Runde. Nachdem am 1. April bereits der Moin E-Cop und am 14. Mai der Wunderwonne Weser E-Cop in der Bremer E-Football-Serie ausgespielt wurden, geht das Online-Fußballturnier in die nächste und entscheidende Runde. Im Juni steht der Buddha bei die Fische E-Cop an. Nach Ausspielung aller drei Turnierrunden werden dann die Gewinnerteams bekannt gegeben. Bremer Sport TV bleibt für Sie am Ball. Das Bremer Sommerferienprogramm geht in die finale Planung. Noch sind es ein paar Wochen hin, doch die Sommerferien kommen näher und damit auch das traditionsreiche Bremer Sommerferienprogramm. Obwohl es in diesen Zeiten schwierig ist, nehmen viele Vereine teil und bieten Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Wer sich noch mit Angeboten am Sommerferienprogramm beteiligen möchte, sollte keine Zeit verlieren und sich an den KSB Bremen-Stadt unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse wenden. Das Sommerferienprogramm richtet sich an alle Kinder und Jugendliche, die nicht verreisen und ihre Sommerferien in Bremen verbringen. Weitere Informationen zu den Aktivitäten finden Sie auch auf der Internetseite des Kreissportbunds Bremen statt. Soweit die Nachrichten. Im nächsten Programmpunkt traut sich Florian Dietrich unter die Kampfsportler. In Fünfergruppen ist kontaktloser Sport im Freien für Bremer Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren seit einiger Zeit wieder möglich.
Täglich genutzt wird diese Möglichkeit beim Kampfsportverein Villa Vital. Darüber möchten wir nun mit Trainerin Diana Buben-Brüggelmann und Trainer Stefan Buben sprechen. Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei uns Hallo. Seid. Hallo. Hi. Im letzten Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, wart ihr bei unserer ersten Corona-Sondersendung zu Gast. Was hat sich seitdem getan bei euch? Was hat sich bei uns getan? Die Stimmung ist immer schlechter geworden. Die Motivation wird immer schwieriger. Gerade auch, erst waren es die Kinder, jetzt sind es tatsächlich auch die Erwachsenen. Ja, es ist fast nicht mehr durchführbar. Also ich mache viel im organisatorischen Bereich, Training für die Kinder zu gewährleisten. Das ist also wirklich mehr, als man erwarten kann, was unsere Trainer und ja, mittlerweile auch Eltern. Was die alles leisten, damit die Kinder trainieren können, das ist unfassbar viel. Naja, und die Erwachsenen dürfen immer noch nicht trainieren, noch nicht mal draußen. Also es ist jetzt wirklich so, dass das Fass übergelaufen ist. Mehr kann man nicht machen und man kann auch nicht jetzt noch mehr erwarten von Eltern und Mitgliedern. Ja, das Fass ist übergelaufen. Und das kann so nicht mehr weitergehen. Aber ein großer Lichtblick ist das Training mit den Kindern. Bis zu 5 Kinder dürfen gleichzeitig eben trainieren bei euch. Was war das für ein steiniger, zermürbender Weg, bis das möglich gemacht wurde für euch? Naja, erstmal hieß es ja Ende Oktober, dass wir einen Monat pausieren müssen. Okay, das hat niemand so richtig geglaubt. Dass daraus aber jetzt schon für die Erwachsenen 6,5 Monate geworden sind, das finde ich schon ein bisschen schräg. Also das hätte man auch klarer kommunizieren können. Und ja, es ist ja immer so eine Hoffnungslosigkeit, nicht? Du denkst erst in der November, dann denkst du, okay, wir wollen Weihnachten feiern, aber im Januar, ja, da geht's los. Nee, dafür ist noch viel zu kalt. Nein, nochmal 4 schwere Monate. Wann ist diese Zeit endlich vorbei? Und du sagst, mit den Kindern, das ist ein Lichtblick. Hast du schon mal 2 Geschwisterkinder? Das eine ist 14 und das andere ist 17 oder 15 und 12. Was mache ich mit denen? Das ist natürlich ein großes, großes Unfairness-Potenzial, was die Kinder dann auch dann hinnehmen oder nicht verstehen. Welche Erfahrung habt ihr in die Richtung gemacht, Stefan? Also ich würde jetzt mal sagen, natürlich bekommt man immer wieder Verständnis für die Eltern, weil die natürlich sehen, wir drehen uns wie ein Wendekreisel, ja? Wir drehen uns und wenden uns und man hat ja so mittlerweile das Gefühl, der Sport soll nicht stattfinden, auch nicht in Fünfergruppen, weil es immer schwieriger wird, dass wir das gestalten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Vereine, nun haben wir natürlich auch Glück mit unserem Grundstück, was wir uns auch schwer erarbeitet haben, dass es direkt am Mahndorfer See ist und ein riesen Grundstück ist, aber in der Realität ist es ja so, 5 Kinder. Dann muss tatsächlich wieder 20 Minuten Pause sein, damit die auch nicht aufeinandertreffen, die nächsten Gruppen. Organisatorisch nicht zu schaffen, aber natürlich streichelt es uns, wenn sich die Kinder freuen, egal ob es regnet, ob es schneit. War ja auch immer beschissenes Wetter bis jetzt, wenn wir draußen trainiert haben. Und wenn die Kinder sich freuen und lachen und fröhlich sind, das freut uns. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Ich bin fast 60 Jahre alt und stehe jeden Tag im Regen am See und der Wind pfeift mir um die Ohren und ich bin total kaputt und muss natürlich immer, wie jetzt auch, und jetzt sage ich mal Klartext, aber sonst sollen das natürlich die Kinder auch nicht merken, dass ich schlecht drauf bin, ne? Aber besseres Wetter ist jetzt zumindest bald mal da. Wir sind ja jetzt im späten Frühling. Ja, das ist ja schon zumindest ein Lichtblick. Ein weiterer Lichtblick ist ja auch, dass der Landessportbund Bremen, Andreas Wrohm, hatte gesagt, dass er das mit vorantreiben möchte, dass er mit darauf drängt, dass Breitensport bald wieder stattfinden könnte. Ein weiterer Faktor dafür ist ja die Inzidenz in Bremen, die jetzt seit einigen Tagen, seit 2 Stand heute, unter 100 ist. Und wenn das weiterhin so bleibt, an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen, könnte es sein, dass weiter umfassendere Lockerungen bald auf uns zukommen. Wie zuversichtlich seid ihr dafür? Also zunächst muss man mal sagen, dass der Landessportbund, das ganze Team, Frau Müller, Andreas Wrohm und alle, die da arbeiten, einen mega Job machen. Also besser betreut als vom Landessportbund Bremen
kann man nicht werden. Also es ist alles zeitnah. Wir können nachts um 23 Uhr eine WhatsApp schreiben und kriegen von Andreas Vrohm eine Antwort oder von der Frau Müller. Also besser geht es nicht. Die machen, was sie können. Und das, der letzte Brief von Herrn Vrohm ist ja auch so, dass er da auch nicht mehr so viel Verständnis für hat, dass das im Sport so schwer ist, überhaupt irgendwie einen Schritt voranzukommen. Zumal ja die Ansteckungsgefahr außen fast auf Null ist. Also ja, wir haben irgendwie, wir hoffen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber dass wir nun positiv gestimmt sind. Nein, kann man nicht sein. Nein, wir sind traurig und ich bin jetzt auch langsam sauer, was mit uns gemacht wird. Ne? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das brauchen wir auch jetzt nicht schönreden, weil wir jetzt hier vom Fernseher sind. Das Gegenteil ist der Fall. Man drängt uns immer weiter zurück. Wir haben natürlich auch Abmeldungen dadurch und ein Verein lebt durch seine Mitglieder. Und die können ja, es gibt welche, die konnten ja jetzt nicht trainieren. Wie soll das alles funktionieren? Ne? Und wir haben da keine Schuld dran. Wir haben das nicht gemacht. Ja, wir geben mehr, als wir geben können. Unsere Kräfte sind auch langsam am Ende. Ich hoffe, dass noch einige Ressourcen bei euch da sind und dass es, ich habe die gleichen Worte, mit fast ähnlichen Worten habe ich das Interview im letzten Jahr beendet, aber ich hoffe, dass es bald wieder für alle Menschen möglich ist, zu trainieren. Ich bedanke mich, dass ihr bei uns wart. Diana Vielen und Dank, Stefan Buben. Dass wir da sein durften. Tschüss, wir bleiben dran. Fight on! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Manchmal muss man Glück haben. 4 Monate hatte sich der Bremer Hockeyclub auf den Restart der 2. Bundesliga Damen vorbereitet. Das erste Spiel fand gegen Braunschweig statt. 2 Tage später hat der Hockeyverband die Saison für vorzeitig beendet erklärt. Über 8.000 Euro hatte der BHC für Testmaßnahmen, ein Trainingslager und andere Dinge investiert und ist dementsprechend stinksauer auf seinen Verband. Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen zu sein. Kommen wir auf das Glück zurück. Beim möglicherweise einzigen Spiel diesen Jahres waren wir mit einer Kamera dabei. Jörn Rehfeld kennt die Einzelheiten. Am 25.04.2021 fand nach einer mehrmonatigen Unterbrechung ein Spieltag der 2. Bundesliga Damen im Feldhockey statt. Das Spiel zwischen dem Bremer Hockey Club und der Mannschaft von Eintracht Braunschweig wurde auf der Anlage des Bremer Hockey Club ausgetragen. In der Aufwärmphase wurde auch die Torfrau warm geschossen. Nach der Mannschaftsrunde und dem Abklatschen wurde das Spiel angepfiffen. Von Beginn an wurde der Spielaufbau des Gegners gestört. Nach der Balleroberung wurde schnell auf Angriff umgeschaltet. Diese Taktik führte bereits in der 3. Spielminute zum 1. Tor durch Lena Frerichs. Nur 2 Minuten später konnte eine Strafecke nicht zu einem weiteren Treffer genutzt werden. Mit einem tollen Spielzug konnte dann das 2. Tor in der 6. Minute durch Finja Maitin erzielt werden.
Das erste Viertel wurde mit der 2-Tore-Führung beendet. Wie bereits im ersten Viertel wurden die Spielerinnen vom Eintracht Braunschweig sehr früh im Spielaufbau unter Druck gesetzt. So ergaben sich nur wenige Szenen vor dem Bremer Tor. Die Verteidigung stand sehr gut und hatte immer einen Schläger in der Schussbahn. Auch Schüsse des Gegners aus bester Position verfehlten das Tor der Bremer. Dann gelang Lena Frerichs in der 36. Spielminute das 3:0 für den Bremer Hockeyclub. Eine Strafecke für die Mannschaft von Eintracht Braunschweig konnte nicht zu einem Anschlusstor genutzt werden. Diese Szene führte in der 47. Minute zu einer Strafecke für den Bremer Hockeyclub und wurde durch Johanna Mühl zum 4:0 genutzt. Im letzten Viertel erzielte Lena Frerichs in der 54. Minute das 5. Tor für den Bremer Hockeyclub. Ein weiterer Torschuss verpasste nur knapp das Braunschweiger Tor. So blieb es bis zum Schluss beim 5:0 für den Bremer Hockeyclub. Der Deutsche Hockeybund brach am 30.04.2021 die Spielsaison ab. Bremen blieb auf dem 2. Tabellenplatz. Hallo Lena, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du hast 3 Tore erzielt. Wie war das Spiel für dich heute? Ja, erstmal danke und das Spiel war sehr schön. Es hat richtig viel Spaß gemacht, weil es ja auch das erste Spiel war jetzt bei den Damen und gleich mit so einem guten Spiel zu starten ist natürlich schön. Hallo Johanna. Ja, hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch zum Torerfolg. Ja, wie war der Spieltag heute für dich? Also ich fand es sehr schön, dass wir endlich mal wieder spielen konnten. Wir hatten jetzt ja eine sehr lange Pause und ist natürlich etwas aufregend gewesen, das erste Spiel bei den ersten Damen so mitzuspielen. Wie lange dauerte jetzt im Sport der Lockdown an? Ja, also das war ja immer so ein bisschen, sag ich mal, bedingt. Also es war nicht ein kompletter Lockdown, aber ich glaube, seit Oktober hatten wir jetzt kein richtiges Spiel mehr, konnten jetzt zum Glück mit einer Genehmigung trotzdem trainieren. Aber es war natürlich immer ein bisschen blöd am Anfang jetzt besonders. Konnten wir nicht direkt reinstarten, aber eigentlich haben wir ja jetzt in der letzten Zeit viel trainieren können. Hallo Finja. Hallo. Du hast auch heute ein Tor erzielt. Wie zufrieden bist du mit dem Spieltag? Auch mega zufrieden. Also erstmal hat es super Spaß gemacht, heute jetzt wieder so ein bisschen in die Saison zu starten und endlich mal wieder ein richtiges Spiel zu machen und dann bei dem Wetter. Und wir hatten alle super Bock und es war viel Energie da und ja, es hat echt Spaß gemacht. Faustball ist allerorts wieder im Kommen. In Bremen gibt es mehrere Sportvereine, die diese Sportart anbieten. Der TSV Borgfeld wurde vor wenigen Tagen sogar zum nationalen Stützpunkt für Faustball ernannt. Frank Harris war bei der Zeremonie dabei. Herzlich willkommen beim TSV Borgfeld am 2. Mai 2021. Hier wird es gleich eine Anerkennung, eine Ernennung zum nationalen Stützpunkt für Faustball geben. Hören wir doch einfach mal rein. Lieber Herr Tümpel, lieber Florian, darf ich sagen,
Ich freue mich sehr, dass ich im Namen der Deutschen Fußballliga für das Präsidium hier heute eine Anerkennung aussprechen darf. Der TSV Borgfeld wird anerkannt als nationaler Fußballstützpunkt. Euer Abteilungsleiter Dennis Walter, der auch hier in Bremen Landesfachwart ist, hat das beantragt. Wir haben das geprüft. Wir anerkennen, dass der TSV Borgfeld seit 2008 wieder begonnen hat mit Fußball-Jugendarbeit, seit 2015 in allen weiblichen Jugendklassen Mannschaften aktiv auf die Beine gestellt hat, 3 überregionale Meisterschaften ausgetragen hat, selbst 4-mal erfolgreich an deutschen Meisterschaften in den Jugendklassen der Mädchen teilgenommen hat. Wir möchten das anerkennen und euch überreichen, eine Urkunde, Anerkennung als Fußballstützpunkt. Ich darf das mal so überreichen. Hände schütteln ist jetzt leider nicht so angesagt. Wir danken dir erstmal vielmals für die Anerkennung. Die ist nicht nur für uns als Verein, sondern gerade auch für unseren Trainer Dennis Walter, der auch hier Abteilungsleiter ist, eine sehr große Anerkennung. Wir danken dafür und freuen uns darüber, dass wir mit unserer Bewerbung erfolgreich waren. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Danke ebenso. Werfen wir doch mal einen Blick in das Innere der Hallen vom TSV Borgfeld. Hier eine große Mehrzweckhalle, verspiegelt für Kinderturnen, für viele andere Dinge. Ob das Reha-Gymnastik ist, hier kommen dann die Utensilien, die jeder Verein braucht, der Kinderturnen anbietet. Der TSV Borgfeld hat mehr als genug davon. Und wer es ein bisschen härter mag, der geht in diese Halle. Hier wird Jiu-Jitsu trainiert. Ganz hinten links in der Ecke, gleich sehen Sie es nochmal in groß, sind die Damen und Herren, die immer fürs Training bereitstehen und die alles einstecken, was einzustecken gilt. Für die Fitnessabteilung gibt es diese Fahrräder und noch viel mehr. Und was der TSV Borgfeld alles anbietet, verrät uns jetzt Florian Tümpel. Der TSV Borgfeld wurde 1948 gegründet, hat jetzt so ungefähr 2000 Mitglieder, besitzt fast alle Hallen, wo wir Trainingsbetrieb in den unterschiedlichen Sportarten machen, selber. Auch das Vereinsgrundstück gehört dem TSV Borgfeld selber. Wir sind in mehrere Abteilungen aufgegliedert. Darunter fällt der Reha-Sport, die Fitnessabteilung, Jiu-Jitsu und Judo, die Faustballabteilung natürlich. Volleyball haben wir noch und auch im Kindersport sind wir jetzt so bei Leichtathletik und Kindertouren. Und so sieht eine typische Trainingssituation draußen aus. Mit einer Hand wird angenommen im Spiel 1 gegen 1, mit der zweiten wird vorgelegt und mit der ersten Hand wird dann über das Netz geschlagen. Wer sich übrigens fragt, warum das zu Corona-Zeiten so funktioniert, hier spielen ausschließlich Geschwisterkinder gegeneinander. Natürlich immer unter der Anleitung der fachkundigen Trainerin. Vom Leiter der Faustballabteilung wollte ich dann wissen, was sich jetzt nach der Ernennung zum nationalen Stützpunkt im Verein alles ändern wird. Ja, wird so sein, dass die Arbeit natürlich jetzt mehr gewertschätzt wird, auch außerhalb des Vereins. Darauf hoffen wir. Und es ist natürlich Motivation, dass wir genauso weitermachen, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Das heißt, dass wir das noch intensivieren, noch weiter in die Breite gehen, hoffentlich noch mehr Mädchen motivieren können, dass sie auch hier zum Faustballtraining kommen. Und dann dementsprechend auch die Kontakte zu den Schulen noch ein bisschen erweitern. Wie sieht denn eure Faustballabteilung überhaupt aus? Wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele Jugendliche sind dabei? Wie gut ist der Unterbau? Wir haben jetzt aktuell runde 70 Mitglieder in der Abteilung. Das unterteilt sich in 30 Erwachsene und Senioren, die in der Hobbygruppe spielen. Und die Jugendabteilung mit 40 Mädchen. Da haben wir jetzt das große Glück, dass wir sehr viel Unterbau haben. Alleine die Hälfte ist ungefähr im U10-Bereich. Das heißt, wir haben sehr viele kleine und dann dementsprechend auch hoch bis in die U18-Jugend dann alles vertreten. Jetzt gibt es Faustball, Prellball, Volleyball. Grenzt doch mal diese drei Sportarten ein bisschen gegeneinander ab. Also alle drei gehören zu den Rückschlagspielen. Dementsprechend sind wir da immer durch irgendeinen Gegenstand, meistens eine Leine, ein Netz getrennt und müssen unser Feld verteidigen. Turnen und Prellball kommen klassisch aus den Turnen, das heißt Mitte des 19. Jahrhunderts war das erst eine Belohnung nach dem anstrengenden Turntraining.
Und daraus haben sich dann nachher diese Regeln auch entwickelt. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts gab es die Faustballregeln dann zum ersten Mal richtig festgeschrieben. Und unterteilen kann man die Spiele eigentlich so, dass wir immer die Spielidee haben von, wir spielen einen Ball rüber ins gegnerische Feld. Der wird angenommen, zugespielt und dann wieder so ins gegnerische Feld gespielt, dass er möglichst nicht wieder zurückkommt. Das haben alle drei Sportarten gleich. Soweit der TSV Borgfeld. Ein sympathischer Verein, der seine Nischen gefunden und erfolgreich mit Mitgliedern besetzt hat. Wir gratulieren noch einmal zur Ernennung zum nationalen Stützpunkt für Faustball und wünschen alles Gute. Was macht eigentlich Charlie Scheel? Das wird Ihnen der Ehrenpräsident des Bremer Jiu-Jitsu-Verbandes gleich bei meiner Kollegin Bona Hyon verraten. Vorher drehen wir die Zeit um 13 Jahre zurück. Bremer Sport TV im Juli 2008. Ralf Haberland. Charlie Scheel, ein Macher in der bremischen Sportszene, lernten wir im Juni 2008 bei einem Jiu-Jitsu-Lehrgang kennen. Sein Verein ist der SV Hemmeling, wo er seit vielen Jahren Übungsleiter in verschiedensten Gruppen ist. Und dann in der Überraschung den Gegner abzuwehren. Und dies führte Charlie Scheel dann in einer 15-minütigen Taibo-Übungseinheit mit seiner Gruppe vom SV Hemmeling vor. Beendigung der Übung fragte ich eine Teilnehmerin, was Charlie Scheel als Übungsleiter auszeichnet. Was ihn auszeichnet, ja, ist einfach seine Kondition, dass er halt aufgrund auch seines Alters das noch so 90 Minuten so in dem Tempo, wie Sie es eben gesehen haben, wirklich durchhalten kann und dabei noch ein Lächeln zeigen kann. Das ist schon beeindruckend. Vielleicht schon an der leichten Unruhe im Studio. Hier wird noch aufgebaut, die Matten verteilt. Ja. Charlie, ich begrüße dich herzlich. Heute hast du die Bodyforming-Mädels des SV Hemmeling mitgebracht. Ja. Was bedeutet Bodyforming? Ja, Bodyforming ist ein Körperkräftigungsprogramm, was also wobei alle Muskelgruppen nacheinander durch Krafttraining, leichtes Krafttraining mit Hilfsmitteln, so wie mit dem Ball auch so, wo jede einzelne Muskelgruppe also speziell gestärkt wird. 4, 3, 2, 1 und. Ein. 70 Jahre Charlie Scheel und noch kein bisschen müde, da Jiu-Jitsu sein Leben prägt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Begonnen wurde das Showprogramm mit der Darbietung einer Befreiungstechnik aus dem Jiu-Jitsu. Und hier den Arm auf mich zukommen, gerade hier los. Ich gehe mit dem Stopper da hinein und habe hier das Loch, den ich anlege. Wenig später ging es dann in einer der unteren Hallen weiter mit dem Vital Power Pump, ein Ausdauer- und Krafttraining für den gesamten Körper. Durch eine breite Palette von Übungen werden verschiedene Muskelgruppen ganz gezielt angesprochen. Und durch die unterschiedlichen Gewichte je nach Teilnehmer kann diese Sportart mit 10 Tracks ganz individuell gestaltet werden. Nach dieser gelungenen Darbietung folgte dann Drums Alive, eine Mischung aus Sport und Musik. Gefordert werden bei dieser Aktivität Beweglichkeit, Rhythmusgefühl, Koordination sowie Kondition und daher geeignet vom Kindes- bis zum Seniorenalter. Manchmal wird Drums Alive auch mit dem Tanz, zum Beispiel einigen Samba-Schritten verbunden, sodass der Kreativität hier keine Grenzen gesetzt sind. Eine Taibo-Aerobic-Darbietung bildete dann schließlich den Abschluss dieser vielseitigen Veranstaltung. Die Zuschauer wurden hierbei mit vielen unterschiedlichen Übungen aus dem Bereich Fitness und Selbstverteidigung unterhalten. Das Super, das gibt man wieder. Aber trotzdem, der Tag wäre nie so gelaufen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ihr habt mir den Tag wirklich so versüßt, ich werde es euch niemals vergessen. Das Trainerteam strahlt solch einen Power-Einsatz aus, dass alle Teilnehmer des Trainingsabends weiter voll mitmachen und ihr Bestes geben, auch wenn einige Sequenzen der gezeigten Abläufe der Schläge noch nicht hundertprozentig nachgemacht werden können.
Die letzten 10 Minuten des Trainings gehören dann dem Stretchen und dem Dehnen der Muskeln, denn viel zu schnell vergehen die 75 Minuten, die das Training von Drums Alive dauert. Fit wie ein Turnschuh. Egal ob Rhythmusgefühl, Körperkrafttraining oder Selbstverteidigung. Er beherrscht sie alle. Sein Motto? Einfach machen, nicht denken. Ich begrüße ganz herzlich zur Sendung Charlie Scheel, Ehrenpräsident des Jiu-Jitsu-Verbands Bremen und Co-Trainerin Jutta Clausen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Charlie, Kampfsport ist ein großer Teil deines Lebens. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Woher kam damals dieser Anreiz? Aus der Not geboren habe ich damals mit Judo anfangen müssen, weil es keine anderen Kampfsportarten gab. Du hast also mit Trainingsstunden, denke ich mal, angefangen. Wie ging es dann weiter? Ich lernte 1970 den damaligen Bundestrainer Peter Nils kennen mit Jiu-Jitsu und da wusste ich, was mir fehlte, nämlich echte Selbstverteidigung. Du bist dann also die Karriereleiter hochgeklettert, bist dann Trainer geworden und du wurdest 2018 zum 7. Dan ernannt. Was war denn das für ein Gefühl, als du diesen Titel erhalten hast? Ein freudiges. Ein sehr freudiges Gefühl. Kann man nicht beschreiben, man muss es erlebt haben. Kam das für dich überraschend? Aber wie? Aber wie? Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Jutta, du hast Charlie mittlerweile schon seit über 15 Jahren begleitet. Woher kam damals der erste Kontakt? Wie seid ihr zusammengekommen? Charlie hatte damals ein Ferienprogramm in den Schulferien angeboten, was ich einfach mal ausprobiert habe. Und ich gemerkt habe, das ist genau meins, Bewegen nach Musik. Das lag mir irgendwie, ja, und so ging das langsam los. Was für ein Programm war das denn? Das war Taibo oder Taijutsu Aerobic, wie auch immer man das nennen mag. Das ist eine Mischung aus Aerobic und Kampfsport mit Kampfsportelementen. Ja, ist sehr fetzig, sehr dynamisch und sehr schweißtreibend. Blicken wir mal auf das jetzt sozusagen. Was ist heute eure Tätigkeit? Ja, ich mache nach wie vor Jiu-Jitsu für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Meine zweite Spezialität ist im Jiu-Jitsu dieses Aikido. Das ist auch eine japanische Kampfsportart, die ausschließlich der Verteidigung gewidmet ist. Ja, und nebenbei mache ich noch jetzt den Gesundheitssport, präventive Fitness und ich gebe zweimal in der Woche Reha-Sport in einem bekannten Fitnessstudio in Bremen. Jutta, du gibst auch momentan Training, Aerobic-Training für eine Frauengruppe? Genau, ich habe eine Gruppe mit Aerobic Mix, wo wir also auch Hauptsache, also bei mir ist der Fokus immer Hauptsache, es ist Musik dabei, das ist für mich ganz wichtig. Und habe noch eine Gruppe mit Drums Alive, das ist dieses Fitness-Trommeln, Cardio-Ausdauertraining, auch Trommeln auf Petsy-Bällen. Charlie Scheel und Jutta Clausen. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Immer wieder gerne mit euch. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen, wenn Corona vorbei ist. Das, verehrte Zuschauer, war's für diesen Monat von Bremer Sport TV. Unser Redaktionsteam arbeitet mit Hochdruck an der nächsten Ausgabe und die gibt's frisch für Sie im Juni 2021. Jetzt nochmal unser Angebot zur Mitarbeit. Wenn Sie Lust haben, Medien zu gestalten, Sportfilme zu produzieren oder hier an meiner Stelle auch mal zu moderieren, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir erweitern unser Team um 3 weitere Personen. Hier neben mir finden Sie unsere Mailadresse. Und zum Schluss, wir bleiben bei unserem allgemeingültigen Rat. Geht bitte alle weiterhin vorsichtig mit Corona um, noch ist es nicht vorbei. Bleiben Sie alle, wie Sie hoffentlich sind, gesund. Musik